Wir leben Wrestling. Tama Tonga zu WWE. Wie Fightful.com berichtet, steht New Japan Pro Wrestling Star Tama Tonga kurz vor einem Wechsel zu WWE, das bestätigen auch Quellen des Marktführers. Der 41-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren als Star in der Uppercard von New Japan Pro Wrestling etabliert und wurde bereits öfter mit WWE und AEW in Verbindung gebracht. Tonga ist der Sohn von Wrestling-Legende Haku und somit im erweiterten Kreis ebenfalls ein Teil des Bloodline-Stammbaums. AEW for Rebranding. Laut einem Bericht von Fightful steht bei AEW in den kommenden Wochen ein Rebranding bevor. Neben einem Logo, welches bereits bekannt ist, können Fans auch ein neues Set sowie weitere Veränderungen erwarten. Virgil verstorben. Der ehemalige Wrestler Michael Jones, besser bekannt als Virgil, ist im Alter von 61 Jahren verstorben. Das bestätigte seine Familie. Jones war bereits seit längerem gesundheitlich angeschlagen, nachdem er 2 Schläge erlitten hatte und an Demenz erkrankt war. In der Wrestling-Welt bleibt er besonders für seine Rolle als Bodyguard vom Million Dollar Man sowie für seine Zeit bei WCW in Erinnerung. Cody Rhodes bei SmackDown. Wie PWInsider.com berichtet, soll Cody Rhodes diese Woche bei SmackDown auftreten. Es könnte demnach zu einem Face-to-Face mit The Rock kommen. 6 Wochen vor WrestleMania begibt sich WWE langsam in die heiße Phase des Aufbaus ihrer Top-Fehde. Die Verantwortlichen erhoffen sich von der Storyline um The Rock große Aufmerksamkeit in der gesamten Entertainment-Branche. Verschiedene Quellen berichten, dass WWE absichtlich offen lässt, welches Rock-Match es tatsächlich bei WrestleMania geben wird. Dies sei Teil der Strategie im Aufbau. Die Verantwortlichen würden so versuchen, die Fans für jede Woche zum Einschalten zu bewegen. Matt Riddle gesteht Drogenmissbrauch. Während eines Interviews mit The MMA Hour gestand Matt Riddle, dass er während seiner Zeit bei der WWE mehrmals durch den Drogentest gefallen ist und von der Promotion aufgrund seines Kokainkonsums in eine Entzugsklinik geschickt wurde. Nach seinem Entzug soll er bereits fest mit seiner bevorstehenden Entlassung gerechnet haben und soll selbst überrascht gewesen sein, dass dies nicht sofort geschehen sei. Grund dafür, dass es schlussendlich doch zu seiner Entlassung kam, sei einerseits die Kooperation von WWE mit der UFC, bei der er in der Vergangenheit bereits einen unschönen Abgang erlebte. Andererseits sei er auch selbst schuld. So habe er sich bei WWE die Hälfte der Zeit wie ein Idiot benommen. Young Bucks äußern sich zu Cody Rhodes. In einem Interview mit Sports Illustrated haben sich die Young Bucks zu ihrem Verhältnis mit Cody Rhodes geäußert. Matt und Nick Jackson bemerkten, dass sie sich sehr über den Erfolg von Cody bei WWE freuen und weiterhin einen super Draht zu ihm haben. Der Wechsel zu WWE habe der Freundschaft gut getan und auch darüber hinaus viel Positives gebracht. Großes Comeback bei NXT. Shawn Spears hat in der neuesten Episode von NXT seine überraschende Rückkehr zu WWE gefeiert. Er attackierte Rich Holland. Spears hatte AEW vor einigen Monaten verlassen. Ob er zu seinem alten Namen, Ty Dillinger, zurückkehrt oder fortan auch bei WWE als Shawn Spears auftreten wird, bleibt abzuwarten. Laut Fightful war das Comeback auch für viele innerhalb der Company eine große Überraschung.